Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu unserer nächsten Live-Schalte in einen Handwerksbetrieb. Und da wollen wir jetzt an der Stelle zu den Mechatronikern für Klima- und Kältetechnik schauen. Und zwar zur Lords Service GmbH. Und da sprechen wir mit Michael Lords, er ist Inhaber. Außerdem mit dabei der Patrick, das ist Leiter der Ausbildung, der Chris, ein Geselle, und Tom und Tim, die beiden Azubis, die sind mir jetzt zugeschaltet. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns hier in der Lechstraße. Wir freuen uns, dass wir hier mal dabei sein dürfen in einem ganz neuen Format. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, was wir feiern, und freuen uns, dass wir mit dabei sein dürfen. Wir freuen uns ebenfalls. Vielen Dank. Jetzt gebt uns doch gerne mal einen kurzen Einblick. Wer seid ihr? Wo seid ihr gerade? Und was macht eure Firma? Also gerade im Moment befinden wir uns in unserem Konferenzraum, wo wir normalerweise alle Live-Schalten machen oder auch unsere Besprechungen, die wir wöchentlich durchführen. Wir sind ansässig am Nürnberger Hafen in der Lechstraße 24, also relativ zentral eigentlich mit idealer Autobahnanbindung. Ja, und wir kümmern uns um das Thema Kälte- und Klimatechnik, und um das geht es ja heute. Wir haben zwar noch ein paar andere Bereiche, die wir bedienen im Bereich der Lebensmitteltechnik, aber unser Kernthema ist, wie gesagt, heute die Kälte- und Klimatechnik. Und ich würde euch vielleicht kurz mal ein paar Impressionen reinschicken. Ich teile jetzt mal kurz die Animation, und dann könnt ihr euch mal kurz einen Film mit uns anschauen. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für diese ersten Einblicke. Da haben wir schon einiges von der Firma sehen dürfen. Jetzt beschreibt uns doch mal, wie sieht denn so der Alltag bei euch bei der Firma Lords aus? Naja, unser Alltag, also für uns Monteure, schaut der Alltag im Endeffekt so aus, dass um 7 Uhr unser Arbeitsbeginn ist, dass wir um 7 Uhr in die Firma reinkommen. Dann besprechen wir erstmal mit unserer Einteilerin, was für den heutigen Tag so ansteht. Und je nachdem, ob wir jetzt auf dem Service unterwegs sind oder auf eine Baustelle geschickt werden, tun wir dann dementsprechend unser Bus vorbereiten. Dann nimmt jeder Monteur immer noch einen Azubi mit. Und dann geht es eigentlich auch raus zu den Kunden. Ja. Was sind denn so die Aufgabengebiete eurer Firma? Was fällt da alles an? Also die Aufgabengebiete sind ganz vielfältig. Also die Kältetechnik hat jeder zu Hause im Haus, ist im Supermarkt vorhanden, sind in Bürogebäuden vorhanden. Also das, kein Tag ist wie der andere. Also letztendlich gibt es immer neue Störungen, neue Probleme, ob es jetzt im Privathaushalt ist, im großen Supermarkt oder in einem Büroraum. Jetzt nochmal eine Frage direkt an die Auszubildenden. Wie seid ihr denn auf diesen Ausbildungsberuf aufmerksam geworden? Also bei mir war es ist relativ witzig, weil ich tatsächlich schon länger in der Firma bin. Ich habe vor knapp 3 Jahren jetzt eine Ausbildung im Büro angefangen hier bei der Firma Lords. Habe die auch fertig gemacht, aber habe dann irgendwie gemerkt, dass mich diese Kältetechnik einfach unglaublich interessiert und habe mich jetzt dafür nochmal entschieden, dass ich tatsächlich nochmal eine Ausbildung mache. Bei mir war es so, ich habe hier ein Praktikum gemacht, also eine Woche lang, und habe halt gemerkt, dass mir der Job echt gut taugt und mir es mega viel Spaß macht, vor allem mit den ganzen Kollegen hier. Und dann habe ich mich direkt beworben, wurde angenommen und jetzt mache ich hier meine Ausbildung. Es ist ja ein bisschen schwer für uns nachzuvollziehen, was genau ihr macht. Wie würdet ihr, jetzt mal ganz einfach gesagt, einem kleinen Kind, einem 7-Jährigen erklären, was ihr jeden Tag so macht, was euer Job eigentlich ist? Naja, im Endeffekt würde ich einer 7-Jährigen das so erklären: In jedem Supermarkt, in dem man reingeht, alles, was kalt macht, dafür sind wir im Endeffekt zuständig. Also sei es die Tiefkühlpizza oder ihr Eis, was die 7-Jährige sich wünscht, dafür sind wir zuständig, dass das schön kalt bleibt. Würdest
du dich wieder für diesen Beruf entscheiden? Würdest du das nochmal genauso machen? Bis jetzt ja. Also bis jetzt bereue ich meine Ausbildung nicht. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe ja sowieso einen handwerklichen Beruf mir ausgesucht und bin halt auch auf den Mechatroniker für Kältetechnik draufgekommen und mir macht super Spaß, super viel Spaß, ja. Wie sieht denn so ein Tagesablauf in der Regel aus? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, um 7 Uhr beginnt unser Arbeitstag. Also ich fahre in die Firma, bespreche mit meiner Einteilerin, was heute ansteht. Und je nachdem, ob ich jetzt im Service draußen bin oder an der Baustelle, dann wird halt je nachdem mein Bus vorbereitet. Dann nehme ich noch einen Azubi mit und dann fahre ich raus zu den Kunden. Ich hätte vielleicht noch zwei, drei Informationen, die ich gerne dazu abgeben möchte, was vielleicht nur ganz wichtig ist. Also wir sind ein sehr technisch affines Unternehmen und sind schon seit 10 Jahren voll digital unterwegs. Das heißt, unsere Techniker bekommen ihre ganzen Serviceaufträge digital aufs Tablet, können von dort aus quasi direkt die jeweiligen Aufgaben erfüllen und erledigen. Und das erleichtert natürlich um vieles letztendlich für unsere Jungs die Aufgaben. Des Weiteren haben wir noch einmal in der Woche, ist auch ein ganz wichtiges Merkmal, Abteilungssitzung. Also heute Morgen zum Beispiel, am Donnerstag ist immer die Kälte um 7 Uhr dran. Und da gibt es dann meistens eine Viertelstunde, 20-minütiges Meeting, wo quasi durchgesprochen wird, was liegt denn bis zur nächsten Woche alles an, beziehungsweise was ist in der letzten Woche gemacht worden, wo gab es Probleme, wer hat Urlaub, ja, ist auf Schulung und so weiter, wer ist krank und so weiter. Und damit können wir natürlich relativ gut unsere Sachen planen und auch eher auf Eventualitäten letztendlich reagieren. Was würdet ihr denn sagen, sind die spannendsten Aufgaben in eurem Beruf? Tim. Ja, also der Service ist ganz spannend, weil da ist man jeden Tag auf ein neues Problem gestellt und muss sich jeden Tag neu in Anlagen reinfuchsen, wie das genau jetzt bei der Anlage spezifisch funktioniert und halt dann rausfinden, was kaputt ist. Ist halt jeden Tag eine neue Herausforderung, erfordert neue Lösungen und wird nie langweilig. Warum ist der Mechatroniker der Kältetechnik im wahrsten Sinne des Wortes der coolste Job der Welt? Also für mich ist es der coolste Job der Welt, weil es mir jeden Tag Spaß macht, in die Arbeit zu kommen und es mich genau abholt. Also ich gehe jeden Tag in die Arbeit und es macht mir jeden Tag Spaß. Egal, was es bei uns zu tun gibt, was sehr umfangreich ist, macht mir alles Spaß. Ob wir jetzt auf der Baustelle sind und ich muss irgendwelche Klimageräte aufhängen oder Leitungen verlegen oder ich bin im Service unterwegs und muss irgendwelche Fehler finden und Anlagen reparieren, ist halt perfektes, was mir Spaß macht, was ich mein Leben lang weitermachen möchte. Welche Eigenschaften sollte denn ein Azubi mitbringen, der in Zukunft zu euch kommt, der vielleicht im nächsten Jahr bei euch anfangen könnte? Wie sollte der sein? Also der Azubi von morgen sollte auf jeden Fall Interesse am Beruf mitbringen. Das ist das Wichtigste. Letztendlich, wenn man Interesse an dem hat, was man gerne macht, fällt einem die Arbeit leichter, auch die Schule letztendlich leichter. Und was unser Job natürlich noch voraussetzt, ist etwas handwerkliches Geschick. Und natürlich die Interesse an die Naturwissenschaften wie Physik und Chemie. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn bei Lords und wie viele Azubis sind aktuell bei euch? Also wir sind aktuell, sind wir 30 Mitarbeiter und wir haben aktuell 5 Azubis im Unternehmen. Wenn ihr mit den Kälteanlagen arbeitet, ist es da tatsächlich kalt bei euch? Ja, also im Optimalfall sollte es natürlich kalt sein, aber meistens kommen wir dann bei Kunden an, wo es eben nicht kalt ist und dafür sind wir ja eben da, dass es dann danach im Optimalfall wieder kalt ist. Das heißt, man sollte nicht ganz so kälteempfindlich sein, wenn man bei euch arbeitet. Für mich wäre es nichts. Wir würden die Hände einfrieren. Nee, also man sollte schon damit zurechtkommen, ja. Aber es gibt für alles Kleidung. Es gibt immer nur die falsche Kleidung, oder? Genau. Warum sollte man sich denn unbedingt für Lords entscheiden, ausgerechnet zu euch kommen? Also, wie Sie jetzt vielleicht alle schon gesehen haben, wir sind ein ganz junges, lockeres Team und wir kommen alle gut untereinander klar. Der eine hilft den anderen
Und deshalb ist Lorz einfach eine super Entscheidung, da seine Ausbildung zu machen. Ich denke vielleicht als Geschäftsführer ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, über sein eigenes Unternehmen zu sprechen, aber ich glaube einfach, dass wir ein sehr technisches Unternehmen sind, was ja gerade für die junge Generation meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Detail ist. Ja. Und man kann vor allen Dingen durch unsere Breitbandigkeit, die wir haben, dass wir Kälte- und Klimatechnik nicht nur in Büroräumen oder in Hotels oder sowas machen, sondern auch in der Bäckerei, in der Metzgerei, in der Gastronomie, ist quasi das Spektrum fast unerschöpflich. Ja. Also von der Anbindung für irgendwelche Webgeschichten, wo der Kunde mittlerweile seine Datenaufzeichnungen hat, ja, und sieht, wann kommt der Störung, ja, wo auch unsere Techniker sich direkt auf die Anlagen aufschalten können und können quasi Fernservice schon mal im Vorfeld machen, bis hin, wie gesagt, zu der ganzen digitalen Abwicklung, sei es Lagerbestandsführung, sei es Auftragsabwicklung oder halt auch in unseren Räumen, die man gesehen hat, die sehr, sehr modern sind und technisch auf dem neuesten Stand sind, kann man letztendlich bei uns alles machen. Welche Möglichkeiten bietet denn die Ausbildung bzw. welche Zukunft hat ein Azubi bei euch? Naja, also das Thema Kältetechnik ist ein sehr junger Beruf. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Kältetechnik findet man wirklich überall. Also hat jeder zu Hause, findet man im Supermarkt, findet man in Büroräumen. Und jetzt das Neueste, was die Kältetechnik jetzt umfasst, ist das Thema Heizen. Mit dem, dass wir uns aktuell in einer Öl- und Gaskrise befinden, wird die Kältetechnik auch im Thema Heizen letztendlich immer anspruchsvoller. Das heißt, diesen Job wird es noch sehr lange Zeit geben und wird immer umfangreicher. Und natürlich gibt es auch Aufstiegsmöglichkeiten, wie ich selber habe meinen Meister gemacht und man kann natürlich weiter studieren, Ingenieur, also nach oben hin gibt es keine Grenzen. Man muss also vielleicht noch anmerkend kurz noch was dazu sagen. Also die Tatsache ist die, als Kältetechniker wirst du nie arbeitslos werden. Also das ist so sicher, glaube ich, wie das Amen in der Kirche, dass ein Kältetechniker keinen Job hat, das gibt es, glaube ich, überhaupt gar nicht, weil es überall wirklich gebraucht wird, gerade im Lebensmittelbereich. Ich würde an der Stelle nochmal an euch geben, gibt es denn ein paar coole letzte wichtige Worte, die ihr unbedingt noch loswerden wollt an alle zukünftigen Azubis? Coole Worte. Also Tom, lass doch mal einen raus. Komm Tom, lass doch mal einfach einen raus. Was fällt dir denn Gutes ein? Ja. Einfach cool bleiben, einfach locker bleiben und sich für den richtigen Job entscheiden. Und ich glaube, bei der Kälte ist man definitiv auf dem richtigen Weg. Merke ich auch bei mir. Warum brauchen wir mehr junge Leute im Handwerk? Also wie man ja sieht, sind wir hier schon ein junges Team und ich glaube, nur miteinander kann man viel erreichen und das Handwerk ist so vielseitig, ist nicht mehr so, wie vielleicht der Eindruck erscheint, dass es früher einfach stur von früh bis Nacht einfach arbeiten. Das umfasst heute viel, viel mehr, wie wir schon gesagt haben. Die Technik hält immer mehr Einzug, sprich die IT, Tablet, also man ist in unserem Job als Handwerker nicht nur der die Bohrmaschine in der Hand hat, sondern viel, viel mehr. Ich würde vielleicht einmal gerne noch eine Lanze für das Handwerk brechen wollen. Ich glaube einfach, dass für viele draußen überhaupt nicht bekannt ist oder klar ist, was es eigentlich überhaupt bedeutet, im Handwerk zu sein. Es ist halt oft immer noch so, diese alte Denke, ja, das ist einfach bloß, man wird immer nur dreckig und es ist immer kalt und es ist immer dieses, das und jenes. Aber Handwerk ist heute so hochtechnologisch geworden, es hat nichts allein mit unserem Thema in der Kälte zu tun. Wenn man heute mal beispielsweise auf den Bau geht, ja, wie die heute mit GPS, mit Drohnen, mit allen möglichen arbeiten, also das ist wirklich hochtechnisch geworden. Und ich glaube einfach, dass viele junge Menschen einfach sich mal die Zeit nehmen sollten und sich wirklich mal damit beschäftigen sollten, was bietet denn das Handwerk heute? Ja? Es ist wirklich extrem modern und jung geworden, ja, obwohl es eigentlich den Ruf leider Gottes nicht genießt. Das ist für mich immer sehr, sehr erschütternd, das manchmal mitzubekommen. Aber es ist auch interessant zu sehen, wenn wir Leute wirklich mal zu uns in den Betrieb reinbekommen und ihnen mal zeigen, wie das bei uns so alles abläuft. Ja. Das
sind die meisten wirklich im ersten Augenblick erschrocken, wie technisch das eigentlich hier ist und dass das überhaupt keine stupide, rein nur handwerkliche Arbeit ist. Vielen Dank für diese Worte. Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei euch, beim Team von Lords Service GmbH, für diese interessanten und spannenden Einblicke in euren Arbeitsalltag. Dankeschön.